Ult, 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 Snipe. 1000 Gold! Let's go! So, hallo Leute, geht gleich los. Ich hole noch schnell Kaffee, okay? So, Handwerker sind da. So, das ist actually witzig. Wir sind bei 58, das ist gar nicht so wenig. Das ist TFT. Oh mein Gott. Du hast einfach ein Game gespielt seitdem? Ich habe jetzt zwei Games. Also heute! Ich spiele es halt legit einmal die Woche, das ist halt wirklich nicht vorbildlich. Na, alles okay. Ja, ich würde sagen, dass du heute mal die Freien hast. 12 Sekunden später. Wir können einfach AP Volleyball spielen. Are you sure about that? Ich glaube, du gehst die Urgot. Okay, wir wollen carry. Das ist übrigens ein ekelhaftes Matchup. Nee, ist ein richtig free Matchup. Das hat auch Johnny, free, warum? Hat auch Johnny mir gesagt, dass es ein schweres Matchup wäre. Ich habe noch nie gegen KLN verloren. Ist komplett free. Wir flippen die Level ein. Das ist auch ein Plan, Leute. Es geht ja ganz schnell. Uiuiuiui. Ich bin B, ne? Ich glaube nicht, dass da viel drin ist, ja. Richtig, moralischer Damage hoch 10. Alter, Boomerang ist jetzt so. Warum flasht die Evelyn nicht so? Lauf in die Mitte der Wave, lauf in die Mitte der Wave. Und wenn sie kommt vom River, läufst du ihr einfach entgegen. Dann lass du dir schon noch die Minions sein. Und du willst sie einmal Autotech und dann lauf ihr entgegen. Autotech sie einmal und flipp sie dann, wenn sie... Ja, oder so und sie einfach, ist auch gut. Flip, 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 flip. Shanxi, Pogia, ja, nach rechts laufen, PTA auslösen. Drückt auch seine Passive. Okay, jetzt lauf zurück zu deiner Wave. Guter Poke, Quick Pokey. Alter, ihr Tech-Speed ist nicht da, sorry. Ist fein. Du hättest noch ein Bein mehr auslösen können, aber das war schon sehr gut so. Ah, das ist gerade so schön. Was Maxim gerade macht, ist, er stackt die erste und die dritte Wave gemeinsam. Die Wave sollst du jetzt einfach hart pushen und so gut wie du kannst last hitten. Wenn du hier alles bekommst, hast du Cullen Base. Und dann habe ich Zeit zu erklären. Ja, weil einfach nur, man pusht halt auf Level 1 die Wave und fightet den Gegner, und dann stackt man die ersten beiden Waves und pusht auf der dritten hart. Dann bounce die Wave und jetzt ist Cat ultra übertrieben gankable. Gute Pink der Toplane, zieh die unter den Turm die Wave. Oh, das ist zu früh, okay. Ist ein bisschen zu früh, nimm nicht zu viel Schaden, du bist gleich da, warte auf ihn. Im Notfall musst du hier. Ist ja Midi, ne? Ja, aber ist fein. Die Wave ist okay für dich. Ich glaub nicht, dass sie tut. Der rennt hier runter, oder? Er hat Face Rush. Nice. Oh, schöne Q noch für den Assist. Ist gut, oder? Das ist wirklich gut. Das war nicht genau, was es hätte sein sollen, aber es hat funktioniert. Genau, ich kann ja, also... Ja. Ich meine, Recon, nicht pushen, Recon, Recon, Recon. Oh mein Gott, was mache ich? Weiter rechts, nach rechts laufen. Gut, ist gleich da. E-Flash-Sig. Lauf dahin, wenn sie wieder von der Turm gebracht hat. Und E-Flash-Sig jetzt. 3, 2, 1. Okay, ja, wir machen das auch so. Und Maxim, der Solo... Ja, reicht mit Udi auch. Nicht ganz so ein Solo-Killer, aber tot ist sie. Tot. Jetzt will ich die Wave abpushen, sie ist tot. Und mit Udi kannst du auch ihn pingen, dass er die Wave Mitte pushen soll. Nice. Ich finde den Maxim Lanking im Style ziemlich cool eigentlich. Ja, oh Gott. Jetzt ist die Level 6. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Aber ist in Ordnung. Aber das Matchup hat einen richtig, richtig fetten Swing auf Level, auf Stridebreaker und auf Level 9. Okay. Aber es ist so viel für Urgot. Wenn du sie gecubed bekommst, kannst du diese vielleicht sogar flippen. Ja. Okay. Warte kurz, bis sie ultet und danach kannst du sie ulten. Das ist ein Solo-Kill. Maxim, füll sie einfach. Jetzt ultet sie, ulte. So muss das sein! Alarmante! Und das ist ein Gang! Wirf einen Pot ein, skill dein E. Und fahren die Wave. Das ist eine Evelyn, die tötet dich nicht. Du bist Urgot. Oh, das war so wichtig! Hardpush. Schön einfach mit dem Gesicht durch die Wave fahren. Und den Recall. Straight. E-Recall ist gut. Sehr schön. Kaffee. Alter, so gut, ey! Solo-Kill und jetzt in 40 Sekunden hast du den nächsten Kill-Timer. Du machst das gleiche in grün und sie hat noch keine Ult ab, okay? Okay. Oh, jetzt hat sie keinen Flash mehr. Ult, Snipe! Da ist er. Alter, mach sie fertig, bitte. Ja, ist tot. Und reaktivieren. Geil, Mann. Ey, das ist wirklich, also als wenn ja auch schon LoL gespielt hat, dann. Der Udi macht einen guten Job, ja. Der guckt auch wirklich gut auf dein Wave-State und das ist wunderschön. Wenn der Jungler mitdenkt, wie Toplane oder Midlane oder Botlane gespielt werden muss, was Minions angeht, ist das unglaublich relevant. Töten. Lauf nach vorne. Ich will dann beide töten. Keine K-Loot. E-Flash. Ja, und Zeugbacke nach vorne. Okay, du musst schon irgendwas mit sie treffen. Ja, ich versuch. Oh mein Gott, ich bin super schnell. Ich habe alles verfehlt, das muss ich dazu sagen. Ah, ist fein. Aber ich bin auch echt schnell tot. Aber ich muss es halt üben, weil ich hätte persönlich auch die gesamte Lane FF. Weißt du? Was du auch machen kannst in der Situation ist erst Stripebreaker und dann E-Flashen. Stripebreaker E und sie ist tot. Jedes Mal. Ja, Stripebreaker E, W, ulten. Den willst du nicht ulten, reicht auch. Jedes Mal. Und die Ult würde ich behalten. Es hätte auch eben gerade funktioniert, wenn du halt, Evelyn war hinter dir, aber nimm dich um. Du hast noch 10 Sekunden Zeit. Wirf noch den dritten und deinen zweiten Port ein. Und das kannst du jedes Mal gegen Kayle machen. Sie hat kein Counterplay. Selbst wenn sie ultet, du musst es ja auch nicht mal ulten. Also vorhin. Ja, töte die. Wenn die kommt, wenn du die irgendwo siehst, machst du Stripebreaker. E. E. Und tot. Hinterher. Stripebreaker. Autotech. 3. Oh mein Gott, war das
erfolgreich sein. So muss das 6-mal. Ah, da will ich gut! Und der Evelyn und die Ulpe kommen jetzt Recon. Oh, okay, töte die. Ah, und sie hat sie getötet? Ich hätte die getötet, die hat kein Fleisch mehr. Okay, aber sie hat Ult. Ja, das spielt keine Rolle, sie ist dead. QZ, lauf weg. Und jetzt, wenn du 5 Sekunden hast, Stridebreaker eh. Okay, okay, okay. Ah, sie weiß es, okay. Sie merkt das ja auch. Okay, okay. Aber ist doch Gigabrogen! Ja, ja, Mann, wenn du es. Also, Maxim, du spielst auch echt nicht schlecht. Das ist lecker, oder? Ja, 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 das ist lecker. Okay, das war der zweite TP-Bot, aber es reicht mit Zyra. Jetzt Stridebreaker zuerst und dann Bam. Das sind die beiden AFK, dass sie dich nicht gesehen haben. 1000 Gold! Let's go! Warum denn? Oh, Maxim, du bist der Impact. Ich hab einfach W gedrückt! Du bist der Impactor, du bist der Impactor. Ich bin einfach ein Meteor! Oh, der verdammte Geschützturm, Mann. 1000 Gold auf Ash. Das ist dein 1v9-Game. Es ist dein 1v9-Game. Alter. Guck Top-Name, guck Top-Name. Den kennt er vorne rein. Stridebreaker, Stridebreaker. Q. Du wird sogar ulten. Okay, oh, die Flash eine gerade Linie finde ich super. Warte zu kurz, zieh sie ran. Ja, nice. Das ist so dumm. Das ist nice. So muss das. Das ist halt not even close. Sie wird halt nie wieder Top-Lane spielen. Das macht doch ihr keinen Spaß. Ja, aber darum geht's doch nicht. Es geht darum, dass du Spaß hast. Du spielst auch gut, du hast 2 Items. Ich hab so viel Mitleid. Was für ein Mitleid, Mann? Schlapp sie einfach auf den Boden, Alter. Mehr Beine. Ich würde einfach... Evelyn wahrscheinlich. Nicht zu sehr reingehen, so tief. Der Schraubs. Scheiße, warum ist das so spät? Wisst ihr, was ich machen wollte? Ich würde sie... Also wir gewinnen das ja hart. Ja. Ich würde sie ulten. Damit ich die da unten viere alle. Ja, das ist nicht schlecht, aber du darfst nicht so auf eine Seite committen, während du die andere einfach ignorierst. Ich habe quasi 3 Champions gehittet, ohne dass irgendwas passiert ist. So, jetzt machen wir die coole W-Supermechanik. Guck mal hier. Oh, shit. Ich weiß nicht, ob solche Catches worth sind. Ich meine, es ist okay. Evelyn wird doch rübergehen, wenn du Stridebreaker eh machst, vielleicht, um die ranzukommen. Wenn du sie einfach ultest oder so. Du willst einfach ulten. Wenn sie jetzt wegultet, ist sie danach immer noch geslowt und wenn nicht, kannst du sie ranziehen. Oder sie so töten, ohne ranzuziehen, ist auch okay. Das Ding ist, wenn sie wegultet, ist sie trotzdem nach der Ult geslowt. Der ist tot. Stridebreaker in einer Sekunde, bam. Und dann flippt ihr die Flip. Die Stridebreaker Flip Combo. Und jetzt vergiss nicht, dass du Gargoyles hast. Geh nicht zu tief reingehen, wenn du so nimmst, gerade zu viel Damage. Aua. Okay, jetzt kannst du fighten eigentlich. Ich weiß nicht, ich fühle mich da sehr unruhig, der Passive, ne? I don't know. Das ist ein bisschen too much. Eiche zurück, okay. Oh, der ist jetzt verkackt! Ja, sie hat, konnte nicht länger warten. Vorsicht vor Ash, es ist eigentlich der schlimmste Champion aktuell gegen dich. Du hast gleich Stridebreaker und dann E und dann vor allem Ult. Stridebreaker E? Geil. Das ist so broken, ey. Ja, das ist super, sehr gut. Sie sind auch geslowt, dann. Ne? Du kannst einfach den Pinkwort in der Mitte der Lane aufstellen, wenn ihr jetzt nächstes Mal gebucht seid, damit du Evelyn siehst. Dann machst du halt jetzt. Ja, genau so. Damit du halt dein Team jetzt beschützt. Alter, wie du das riechst. Ja. Was ich jetzt gesehen habe, ich habe sowas Gruseliges, hab ich noch nie gesehen. Ein extremer Jumpscare, das ist wie Licht anmachen im Dunkeln und plötzlich ist dieses hässliche Hexenfolie. Kindle-Gym. Boah, disgusting. Nee, war Bahia low. Hey! Sie ist tot, nice. Was macht sie denn? Nein, ist kein Smite mehr, Lauf einfach auf die rauf, Stridebreaker, Gargoyles. Holte irgendwen, aber früh. Executen den Scheiß, den Gegner vieren. In. Aber die kann ich auto-taggen, Alter. Ist tot, doch, sie kann auto-taggen, aber nicht auf der ersten Sekunde. Weil jetzt Mitte runter E-Sport. Wir müssen jetzt ganz schnell E-Sporten. Maxim, du stehst 15-6. Ich will kein Defeat. Ich will, dass du dein Gold verwertest. Und das tust du ja auch gut. No doubt. Du bist richtig stark dabei. Du verkaufst dich, aber du bist immer so gefühlt so, du hast immer Angst. Ja, das ist irgendwie so. Game ist komplett gewonnen, so. Wenn er stirbt, ist alles, was zählt. Ja, kannst du sie. Nice, reicht. She dead. Nimm mal den Turm, kannst du face tanken, regenerierst du hoch. Fullbild, Leute. Größte Angst, weil jetzt ist Portemonnaie egal. Jetzt ist Defeat egal. Gegner haben noch Luft. Er sagt, es ist Fullbild. Er sagt, Portemonnaie egal, farmt erstmal Blue Buff. Ja, wegen dem. Oh Gott, er hat keinen Spell. Das Einzige, was ich noch kriegen kann, ist Ability Ace auf dem E. Ja, ich bleibe bei den Apes. Hier geht's nicht um Makroplay gerade, oder? Oh, ja, der Flip. Sie kann nicht ulten, sehr schön. Jetzt Stridebreaker auf sie rauf, Gargoyles und Randuins. Okay, ist fein. Danach kannst du immer noch Gargoyles und flashen. Geh, flash die Ash. Okay, das ist nicht ganz so gut. Das ist so Mittel, ne? Okay. Ich würde trotzdem einfach Gargoyles Randuins auch benutzen. Weil die Aktiv von Randuins sorgt dafür, dass der Gegner weniger Schaden macht, ne? Alter, das Game ist so ein Fistfight. Ziemlich schlimm, oder? Es ist aber schon 10-mal gewonnen eigentlich, ne? Ja, ich weiß, mein Leben ist scheiße! Was ist hier los? Fein, nimm aber den Ende. Ich hab noch eine Top-Wave, da hat jetzt Genta keine Ult mehr, das heißt Elder ist nicht mehr so effektiv.
Die gehen auch sehr tief hier. Oh, die, das Barrel. Oh, oh, Alter, Brock. Edi? Geile hab Scheiße. Ich. Geile Scheiße. Die habe ich gegen. Und jetzt Strike Break. Und jetzt nach vorne flashen. Gargoylen. Oh, da hab ich Angst. Aber ich mach's. Nein, hast du nicht gemacht. Ey, ich mach's irgendwann mal. Jetzt hier E-Flash, die Ash. So muss das! Ja, Mann, nein! Brock, guck mal, was ich alles brocken kann! So viele Items! Ja, okay. Ja! Nice! Endlich, Mann! Holy moly! Gott, die Psyche! Oh, das Game! Das war ein Banger zum Start! Holy! Das war das erste Game! Das war ein 40 Minuten gewonnener Fistfight. Also allein hier zu sitzen und zu gucken war geil. Das ist ja grausam.